Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu diesem Labertaschen-Live-Update-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns ziemlich lange nicht gesehen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber es hat sich sehr, sehr viel getan. Ich glaube, wir haben uns jetzt ungefähr seit April nicht mehr gesehen. Kann das sein? Ja, wo fange ich denn eigentlich an? Ich denke mal, ich lasse den Elefanten mal als allererstes aus dem Karton, sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Euch fällt vielleicht auf, hier sieht alles so ein bisschen anders aus. Auch in meinem letzten Video, das Badezimmer war irgendwie ein anderes. Ja, ich bin umgezogen. Und die Tatsache, dass ich in Singular spreche, bringt mich zu dem nächsten Punkt. Ich bin wieder Single. Mein Ex-Freund und ich, wir haben uns getrennt und haben die gemeinsame Wohnung aufgelöst und haben jetzt mittlerweile beide jeweils wieder eine eigene Wohnung. Genau. Wir waren ungefähr 7 Jahre zusammen. Eine sehr, sehr lange Zeit. Einige würden jetzt vielleicht behaupten, ja, das verflixte 7. Jahr. Ich habe letztens ein Video gesehen von Jaclyn Hill. Ihr wisst, ich schaue sie sehr, sehr gerne. Und da hat sie verkündet, dass ihr Mann John und sie sich scheiden lassen werden. Und ich finde, sie hat da ein paar sehr, sehr gute Worte gefunden für eine Situation, in der ich mich auch wiedergefunden habe. Und zwar war es einfach so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass mein Ex-Freund und ich einfach wunderbare, fast schon perfekte beste Freunde sind, aber scheiße, was Partnerschaften angeht. Also wir haben einfach partnerschaftlich nicht mehr harmoniert miteinander. Das hatte einfach keinen Sinn. Aber wir waren einfach richtig geile beste Freunde. Oder haben richtig geile beste Freunde abgegeben. Und tun das auch jetzt. Also wir haben weiterhin sehr, sehr viel Kontakt miteinander. Wir haben uns nicht im Streit getrennt. Natürlich ist es immer schwer, wenn man nach so einer langen Zeit die Entscheidung trifft, mehr oder weniger getrennte Wege zu gehen. Das ist ganz klar. Ich will das hier auch nicht beschönigen. Es war auch eine sehr, sehr schwere und turbulente Zeit für mich. Aber im Endeffekt war es einfach für uns beide die beste und richtige Entscheidung, weil wir uns nach wie vor einfach super verstehen und ja, viel Kontakt miteinander haben. Wir gucken Serien weiterhin zusammen, wir unternehmen viel, wir besuchen uns gegenseitig und so weiter. Und das wird auch definitiv weiterhin so bleiben. Und er ist ein Teil meiner Familie und auch das wird er bleiben. Also ja, viele können das vielleicht nicht nachvollziehen. Ich hatte bisher auch schon die ein oder andere Beziehung und mit den Partnern davor konnte ich mir das auch bisher nie vorstellen, dass das funktionieren kann. Aber ich glaube, wenn man eine gewisse Verbindung miteinander hat und einen gewissen Umgang und Respekt, dann ist das durchaus möglich. Natürlich braucht jeder für sich eine gewisse Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und auch einfach gefühlstechnisch sich richtig wieder zu sortieren und einzuordnen. Aber ich finde, wenn diese ganzen Grundvoraussetzungen vorhanden sind, dann spricht da nicht unbedingt was dagegen. Also ich bin jetzt niemand, der von Grund auf behaupten würde, Männer und Frauen können nicht miteinander befreundet sein und Ex-Partner können nicht miteinander befreundet sein. Es gab ja sehr viele gute Gründe, weswegen man lange Zeit zusammen war und auch mal ineinander verliebt. Und wenn jetzt so eine Trennung nicht gerade daher rührt, weil der eine den anderen total verarscht hat oder betrogen hat oder was auch immer, was bei uns eben einfach nicht der Fall war, dann ja, ist das durchaus möglich und ich finde das sehr, sehr wertvoll für mich. Ja,
Dann muss ich jetzt mal hier auf meine schlaue Liste schauen. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Und zwar bin ich jetzt seit 5 oder 6 Jahren kein Fahrrad mehr gefahren. Und mein Ex-Freund hatte ja ein Auto. Und ich bin immer sehr, sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und jetzt nach der Trennung gab es einfach Situationen, wo es doch ganz gut wäre, unabhängig von den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen zu können. Und da habe ich mich eben dazu entschieden, also ich hatte die Wahl, mir ein Auto zuzulegen oder ein Fahrrad, und habe mich dann eben für das Fahrrad entschieden, weil ich finde, dass es in einer Großstadt nicht unbedingt Sinn macht, sich ein Auto zuzulegen. Außerdem schadet das meinem Astralkörper jetzt auch nicht, wenn ich mich so ein bisschen mehr körperlich ertüchtige, möchte ich mal sagen. Und ja, ich kriege einfach mehr Bewegung, ich bin an der frischen Luft und tue was für die Umwelt, indem ich eben mir kein Auto zulege, das Abgase produziert und so weiter und so fort. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht unbedingt die 65-Kilo-Elfe. Und deswegen war für mich auch ganz, ganz wichtig, dass ich mir ein Fahrrad zulege, das für meine Gewichtsklasse geeignet ist. Ich habe zwar in den letzten Monaten auf jeden Fall noch mal ein paar Kilo verloren. Keine Ahnung, ob man das so sieht über die Kamera. Ich weiß es nicht. Mir persönlich fällt es nur so ein bisschen am Bauch auf, dass die Oberteile einfach ein bisschen lockerer wieder sitzen. Aber aktuell sind es so um die 115 Kilo. Und die meisten Fahrräder sind nur bis 120 Kilo ausgelegt. Also vom Rahmen, von den Reifen her und so weiter. Und da ich mir auch zwei Fahrradgepäcktaschen zugelegt habe, wo man dann vielleicht einfach auch mal, weiß ich nicht, für ein Picknick Sachen reinpacken kann, Decken, Kissen, Essen, Trinken und so weiter, wäre ich dann natürlich locker über die 120 Kilo gekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt ein spezielles Fahrrad zugelegt, das für eine Gewichtsklasse bis 170 Kilo geeignet ist. Das hatte einen stolzen Preis. Ich habe mir dann doch direkt einen Fahrradhelm zugelegt, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, und ein sehr, sehr gutes Schloss. Wer gerade in derselben Situation steckt wie ich und ein geeignetes, gutes Fahrrad sucht, dem kann ich gerne mal in die Infobox eben Helm, Schloss und Fahrrad verlinken. Ich habe das alles selber bezahlt. Also, der Fahrradladen kriegt dafür, also hat davon nichts. Oder auch die Hersteller der einzelnen Teile. Aber ich möchte euch einfach gerne weiterhelfen. Und ich bin wahnsinnig zufrieden mit dem Fahrrad. Ich bin jetzt insgesamt, ja, schon so um die, weiß ich nicht, 200 bis 300 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und ich finde, es fährt sich sehr, sehr angenehm und ist sehr, sehr hochwertig, auch von den einzelnen Komponenten, die darin verarbeitet wurden. Und deswegen hat es eben auch seinen Preis. Aber ich rede zu lange über mein Fahrrad. Guckt es euch gerne bei Interesse einfach mal in der Infobox an und fragt beim Fahrradhändler um die Ecke eures Vertrauens einfach mal nach, ob die euch das mal dahin bestellen können. Ihr könnt eine Probefahrt machen, ihr könnt euch das anschauen und so weiter und so fort. Dann was relativ Offensichtliches. Ich habe eine neue Haarfarbe. Ich bin errötet. Ich hatte einfach mal Lust auf was anderes. Und da ihr wisst, dass ich großer Fan bin von Ariel, der Meerjungfrau, und ich auch schon vor einigen Jahren mal rote Haare hatte und das mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat, bin ich darauf einfach jetzt mal wieder zurückgekommen. Und es ist auch einiges an Länge ab, wie man sehen kann. Die sind natürlich jetzt einfach so, wie sie wachsen, mit Naturkrause aus der Dusche. Hab da jetzt nichts dran gemacht. Deswegen sehen die so ein bisschen wie Kraut und Rüben aus. Aber ich verspreche euch, in einem der nächsten Videos sehe ich dann auch ein bisschen ansehnlicher aus. Demnächst wieder. Dann mache ich mich auch mal wieder hübsch für euch, ja? Genau. Ansonsten gibt es hier in der Nähe von meiner neuen Wohnung einen Badesee, direkt im Wald gelegen. Und auch da verbringe ich momentan sehr, sehr viel Zeit bei gutem Wetter. Spring dann da einfach mal in den See rein, weil ich mit dem Fahrrad da ungefähr in 10 Minuten bin. Und das bietet sich einfach an. Ziemlich geil eigentlich, weil ich habe von beiden Welten so das Beste. Ich habe die Großstadt,
in der ich eben, ja, ne, Remi-Demi habe, wenn ich das denn möchte. Und ich bin relativ nah eben an diesem Waldrand mit See und so weiter gelegen und kann dann eben auch, wenn ich das brauche, in die Natur entspannen und abschalten. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, entspannen und abschalten. Ich habe einen Meditationskurs belegt, transzendentale Meditation. Und mache das jetzt seit ungefähr 2, 3 Wochen und merke, dass mir das sehr, sehr gut tut. Ich meditiere, wenn ich es schaffe, zweimal am Tag für 20 Minuten. Und ich habe gemerkt, dass sich auf jeden Fall meine Konzentrationsschwierigkeiten verbessert haben und ich besser einfach über den Tag durchhalten kann. Also ich meditiere gerne mittags in der Pause, wenn ich den ganzen Tag FH habe, weil ich normalerweise um diese Zeit so einen toten Punkt habe und dann am Nachmittag nicht mehr aufnahmefähig bin und mich nicht mehr konzentrieren kann und nicht mehr zuhören kann, wenn ich dann noch bis 5, halb 6 Seminare, Vorlesungen und so weiter habe. Und wenn ich mittags dann eben meine 20 Minuten da meditiere und einfach mal abschalte, merke ich, dass ich ja, sehr, sehr produktiver einfach durch den Tag starten kann. Ich bin grundsätzlich sehr viel ausgeglichener. Ich, ja, wie soll ich sagen? Es war jetzt nie so, dass ich ein Mensch war, der so HB-Männchen direkt durch die Decke geht bei irgendwelchen Kleinigkeiten oder arge Stimmungsschwankungen hat oder so. Aber ich merke einfach für mich so, ich bin viel, viel ausgeglichener und entspannter und lasse mich halt auch zum Beispiel auf der Arbeit noch weniger triggern als vorher und kann eben auch mit Frust viel, viel besser umgehen. Und ja, merke einfach, dass mir das grundsätzlich sehr gut tut. Und wer dafür offen ist und so eine gewisse spirituelle Ader hat, dem kann ich eigentlich Meditation jeglicher Form einfach nur sehr, sehr empfehlen und ans Herz legen. Das muss jetzt nicht unbedingt die TM sein. Ja, dann des Weiteren gehe ich wahnsinnig gerne und viel spazieren und wandern. Es kommt sehr, sehr oft vor, dass ich so 10 bis 12 Kilometer dann eben auch an einem Tag mal unterwegs bin draußen. Ich bin sehr, sehr gerne und viel am Wasser, am Rhein, weil ich einfach finde, dass der Rhein da sehr, sehr viele schöne Fleckchen hat und Ecken. Ich habe mal auf Instagram auch ein Bild gepostet. Da habe ich mich auch in eine Hängematte gehängt am Rhein und habe da meinen Tag verbracht. Das war auch wunderschön, kann ich nur empfehlen. Und ich mache auch noch ganz viele andere Dinge, die ich jetzt so in den letzten Jahren nicht gemacht habe und die ich immer so vor mir hergeschoben habe, beziehungsweise so Sachen, wo ich bisher immer so das Gefühl hatte, ich habe da irgendwie nicht so richtig jemanden, der das mit mir macht, weil er nicht unbedingt das gleiche Interesse hat und ja, das sind unter anderem eben diverse Konzerte und Festivals, auf die ich gegangen bin und noch gehen werde. Ich stelle übrigens gerade fest, dass ich meinen Nasenring nicht angezogen habe, aber den besitze ich noch. Habe ich jetzt gerade nur für die Gesichtsmaske, die ich ausprobiert habe, mit euch rausgenommen. Genau. Außerdem habe ich mich Anfang Mai tätowieren lassen. Mein erstes Tattoo. Ich zeige es euch mal eben. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Wahrscheinlich nicht so krall, prass, krall, prall. So. Kann man das gut sehen? Ungefähr, ne? Ich habe da aber auch auf Instagram mal ein Foto gepostet. Da kann man das ein bisschen besser erkennen. Das ist ein Tattoo von Maria Fernandez. Das ist eine Spanierin, wie der Name schon sagt. Und die habe ich über Instagram entdeckt vor ungefähr 1,5 Jahren. Und es gab da ein Motiv, das ich gesehen habe. Und darin habe ich mich sofort verliebt und wollte das unbedingt gerne haben. Und da es aber mein erstes Tattoo war oder wäre und ich ein absoluter Perfektionist bin,
war mir super wichtig, dass es auch wirklich von ihr gestochen wird, weil ich somit ja, sicher gehen konnte, einfach für mich, dass es auch wirklich so wird, wie ich das haben möchte. Weil wenn jetzt, ich hätte auch meinetwegen Kosten und Mühen sparen können und hätte mir einfach hier in Köln jemanden gesucht, der diese Technik eben auch beherrscht und hätte mich hier tätowieren lassen können von ihr oder ihm. Und ja, hätte mich aber wirklich schwarz geärgert, wenn da irgendetwas jetzt dann nicht so geworden wäre, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ich müsste dann da jetzt bis zum Rest meines Lebens mit rumlaufen. Also Maria hat Anfang des Jahres einen Tattoo-Laden in Hamburg eröffnet. Zu meinem Glück, weil davor hatte sie nur ein Tattoo-Studio in Madrid. Ich wäre auch nach Madrid geflogen und hätte das mit einem Sommerurlaub verbunden. Aber glücklicherweise hat sie eben Anfang des Jahres auch ein Tattoo-Studio in Hamburg geöffnet. Und die heißen Alchemist's Valley. Kann ich euch auch sehr gerne unten in der Infobox verlinken. Ist ein super Studio, ist eine super tolle Künstlerin und arbeitet sehr, sehr schnell, total fein und sauber. Und ich bin mega zufrieden mit meinem Tattoo. Ja, und dann bin ich einfach zusammen mit meinem Ex-Freund eben auch Anfang Mai zu einem Tagesausflug nach Hamburg gefahren und habe mich da tätowieren lassen von ihr. Und ja, jetzt bin ich im Kreis der Tätowierten angekommen und finde das irgendwie echt schön, dass ich den ein oder anderen Wunsch oder Traum, den ich schon sehr, sehr lange hatte, jetzt nach und nach so verwirklicht bekomme. Ja, und das Tattoo erinnert mich natürlich unter anderem immer für den Rest meines Lebens an einen sehr, sehr schönen Tag, den ich eben auch mit meinem Ex-Freund hatte in Hamburg. Und auch die Hin- und Rückfahrt war sehr, sehr wichtig für uns, glaube ich, und hat uns sehr, sehr bereichert, weil wir natürlich sehr, sehr lange Zeit zusammen in diesem Auto gesessen haben und viel Zeit hatten zum Reden, über Dinge nachzudenken, uns auszusprechen, und ich glaube, das hat uns sehr, sehr gut getan und war wahnsinnig wichtig für uns. Genau. Also wer das Tattoo sehen möchte und sich für die Künstlerin interessiert, der kann gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbeigucken oder eben in der Infobox. Da werde ich euch alles Wichtige verlinken. Ja, insgesamt kann ich euch eigentlich einfach nur sagen, dass ich dass es mir wirklich sehr, sehr gut geht und ich mich auch in meiner neuen Wohnung mittlerweile schon sehr gut eingelebt habe und wahnsinnig wohlfühle. Ich habe momentan noch kein Internet hier. Deswegen lade ich dieses Video und auch das Video davor auch in der Wohnung meines Ex-Freundes hoch, weil der hat nämlich schon WLAN. Gemein. Und mein Internetanschluss kommt dann jetzt erst zum 21. Juni. Ja, ich musste sehr lange warten. Fast 2 Monate. Und dann hoffe ich, dass ich es auch auf die Reihe bekomme, euch mal wieder regelmäßiger Videos abzudrehen. Weil ich vermisse euch und mir fehlt das total, mich mit euch auszutauschen. Und ich habe auch ein paar Kleinigkeiten gekauft in der Zeit, wo ich jetzt nicht da war. Hauptsächlich Klamotten und eben die größte Investition war natürlich mein Fahrrad. Und Möbel natürlich, aber die kann ich euch jetzt so nicht zeigen. Der Umzug an sich, ja, wer schon mal umgezogen ist und sich neu einrichten musste, der weiß, Girl, lot of money, kann ich euch nur sagen. Ja, aber ich habe auch das ein oder andere noch neben den Klamotten und neben den Fahrradsachen gekauft, was entweder zur Kategorie Körperpflege oder dekorativer Kosmetik zählt. Und das würde ich euch eben auch demnächst sehr gerne mal zeigen. Außerdem stehen natürlich auch ein paar Updates meiner Projekte an. Und ich habe auch einige neue Pläne. Und ja, hoffe einfach, ihr seid noch da. Und ihr freut euch, wenn es dann jetzt hoffentlich Ende Juni dann wieder regelmäßig neuen Content von mir gibt. Und ja, würde sagen,
Das war's an dieser Stelle jetzt erstmal von mir. Solltet ihr noch Fragen haben oder noch was wissen wollen, dann schreibt mir wie immer sehr, sehr gerne. Ich versuche euch da immer weiter zu helfen. Und ja, bedanke mich an dieser Stelle für eure Zeit und fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Und würde sagen, passt auf euch auf. Macht's gut und ich freue mich auf euch, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Also dann, bis dahin. Ciao!